Hallo liebe Fotofreunde, endlich gibt es wieder ein Erklärvideo von mir. Ich hatte eigentlich seit April durch den Fotolehrgang, durch Fotoworkshops dazwischen und Fotoshootings überhaupt keine Zeit, etwas aufzunehmen. Immer wieder wurde ich dabei gefragt, was hast du eigentlich alles in deinem Fotorucksack drinnen? Und jetzt packe ich ihn einmal aus. Hier ist meine Reisekamera, eine 2/3-Sensorkamera, eine Nikon D5200. Da ist jetzt ein Fixbrennweitenobjektiv 35 mm drauf, für Reise und Landschaft wunderbar geeignet. Welche Brennweiten habe ich noch da drinnen? Wir haben hier ein Mikronikor 40 mm, sehr leicht und auch für die Reise geeignet, falls man Makroaufnahmen machen möchte. Ich habe auch immer dabei ein Valimex Fischaugenobjektiv, das man manuell benutzen muss. Optimale Ergebnisse mit Blende 22, eine Schärfe von wenigen Zentimetern bis unendlich und ein sehr kreatives Werkzeug. Was haben wir noch da drinnen? Wir haben hier ein ganz leichtes Tele, das liebe ich fast, ja, ist ein immer dabei Objektiv von 55 bis 200 mm. Dieses Tele hat die Besonderheit, dass man erst einen Knopf drücken muss, sodass es hinausgeht, und in diesem Zustand kann man es erst verwenden. Dann habe ich heute ausnahmsweise auch ein längeres Tele mit, ein Zoom-Tele von 55 bis 300 mm. Das ist natürlich geeignet für die Tierfotografie, egal ob es sich um Haustiere oder um Tiere in der Wildnis handelt. Und hier habe ich ein Objektiv noch, das ich sehr gerne im Porträtbereich einsetze, von 18 bis 105 mm. Hier kann man wirklich entscheiden, vom Bildschnitt macht man eine Ganzkörperaufnahme oder einen Porträtausschnitt. Was natürlich auch dazu gehört, ist, wenn, so wie heute, teilweise Sonne da ist, teilweise Wolkendecke, wenn die Sonne scheint und zu viel Licht vorhanden ist, ein Satz mit neutral dichten Graufiltern. Und falls wir aufhellblitzen wollen, ein Blitzgerät dabei. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Es gibt noch die Kleinteile, die wichtig wären, wie zum Beispiel hier ein Reflektor, der direkt auf den Blitz draufgeschnallt werden kann. Und auf jeden Fall ist immer dabei ein Ersatzakku und auch, falls mal die Funkauslöser im Fotostudio geblieben sind, jetzt bekomme ich den da nicht hinaus, habe ich einen Kabelauslöser für das entfesselte Blitzen mit. Das ist so die Grundausstattung, wo man eigentlich in keiner Situation mehr Probleme hat. Es ist alles in einem Rucksack drinnen und damit fahre ich sehr zufrieden bei meinen Fotosafaris und auch in der Streetfotografie und auch in der Reisefotografie. Dranbleiben, Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat, weitersagen.